Ich bin Theresa von Mürbach. Ich gehe in die 12. Klasse vom Gymnasium bei St. Stephan und mache dieses Jahr auch mein Abitur. Seit meiner Schullaufbahn an St. Stephan hat der kleine goldene Saal eine sehr große Bedeutung für mich, weil ich hier selber schon alleine aufgetreten bin oder auch im Ensemble mit dem Chor beispielsweise gesungen habe. Für jeden Schüler ist eigentlich was dabei, wenn man sich auch schauspielerisch hier ausdrücken kann oder das Orchester gerne hier Konzerte spielt. Und der kleine goldene Saal hat so eine beeindruckende Atmosphäre und Wirkung auf einen, die jedes Mal wieder einen eigentlich wirklich vereinnahmt. Jedes Detail kann man wieder neu entdecken. Zum Beispiel hier kommt jetzt gleich ein Dompfaff, der einem auf den ersten Blick gar nicht ins Auge fällt, aber jetzt doch bei genauerem Hinsehen beeindruckend oder überraschend wirkt. Unser Abiturkonzert wird jetzt auch hier stattfinden und unsere Abiturzeugnisse werden uns übergeben werden hier vorne. Und das ist einfach ein toller Abschluss nochmal für unsere gesamte Schullaufbahn und das Schulleben an St. Stephan und wirklich mit diesem besonderen Raum, der für uns eine große Ehre ist, hier jedes Mal wieder spielen zu dürfen. Jetzt gerade sind die vielen Reihen hier hinter mir alle ganz schön leer, aber wenn hier Schülerkonzerte stattfinden, kommt wirklich Stimmung in den Saal und das ist einfach ein einzigartiges Gefühl für jeden Schüler hier. Die Abiturverleihung hier im kleinen goldenen Saal bildet für uns Schüler eigentlich den perfekten Abschluss unserer Schullaufbahn. Unser Lehrer und Mitglied der Schulleitung, Herr Färber, hat auch hier sein Abitur in die Hände genommen und kann uns vielleicht etwas davon erzählen. Hallo Theresa. Hallo Herr Färber. Also ich erinnere mich gut an meine eigenen Geschichten als Kind und Jugendlicher hier im kleinen goldenen Saal. Ich sehe mich noch das Abiturzeugnis entgegennehmen. Und mittlerweile habe ich ganz viele Eindrücke auch als Lehrer, als Theaterorganisator und als jemand, der mithilft, hier in diesem Raum viele prägende Veranstaltungen und Eindrücke und Erfahrungen der Schüler mitzuorganisieren. Und warum können wir als Schule hier so oft auftreten? Warum können wir den Goldenen Saal so oft besuchen? Der kleine Goldene Saal gehört ursprünglich zum Kolleg der Jesuiten. Das war eine große Schule, die 1581 gegründet worden ist. Mhm. Und die konnten in der Barockzeit diesen tollen Saal dazu bauen. Nach der Säkularisation 1806 wurde das gesamte Kloster dem bayerischen Militär als Kaserne übergeben. Hier im Saal selber waren Schlafsäle für Soldaten. Das hat dem Saal nicht gut getan. Und als König Ludwig I. dann an die Macht kam, hat er sein Programm ganz schnell umgesetzt, nämlich diesem Land wieder Bildung und kulturelle Prägung zu geben. Und es ist gelungen, diesen Saal zu übergeben an einen Fonds, an den katholischen Studienfonds, der den Saal wieder einer Bildungsnutzung zugeführt hat. Und König Ludwig hat dann, das kann man hier in der Stiftungsinschrift lesen, den Saal festgelegt in seiner Bedeutung als Ort für prägende Veranstaltungen und Ereignisse am Gymnasium bei St. Stephan. Wow, das geht ganz schön weit zurück. Kennen Sie vielleicht hier irgendein Detail im Raum, was Ihnen besonders jedes Mal ins Auge sticht? Ich liebe das Deckenfresko. Und ich kenne einen Satz von einem Klassenkameraden von mir, der sagt, auch lange und langweilige Reden kann man in dem Saal gut überstehen, weil man viel Beschäftigung findet in den Fresken. Im Deckengemälde wird eine Geschichte gezeigt aus dem Buch Jesaja.
Und da geht es um einen Angriff auf Jerusalem. Da sieht man, Teresa, an der Seite da drüben das feindliche Heer in ganz dunklen Wolken auf einer Felsklippe stehen. Und dahinter aber geht es in die Himmelszone über und da singt ein himmlisches Orchester. Da sind Flöten, Geigen, Gitarren und musizierende Engel. Und dieser Übergang aus dem Weltdunkel ins Himmelslicht, der fasziniert mich. Das verstehe ich. Der katholische Studienfonds ist für uns, für das Gymnasium bei St. Stephan, von ganz großer Bedeutung. Im Hintergrund leistet er für unser Haus ganz, ganz viel, indem wir diesen Saal nutzen können. Viele Augsburger kennen ein weiteres Gebäude, das auch zum katholischen Studienfonds gehört. Es ist das Wieselhaus, ein Renaissancehaus, das heute als Fugger- und Welser-Museum genutzt wird. So kommt der Fonds vielen und der ganzen Stadtbevölkerung zugute. Das Fugger- und Welser-Museum im Wieselhaus, das klingt heute ganz selbstverständlich. Doch das Wieselhaus selbst war Anfang der 2000er Jahre, als es die ersten Überlegungen für eine Nutzung gab, leerstehend und teilweise einsturzgefährdet. Es sollte eine öffentliche Nutzung gefunden werden, die dieses hochkarätige Baudenkmal der Renaissancezeit auch möglichst vielen Besucherinnen und Besuchern zugänglich macht. Mit der Regio Augsburg und ihrem Konzept des Fugger- und Welser-Erlebnismuseums war eine ideale Verbindung gefunden, die das Haus nun einem breiten Publikum zugänglich macht. Die einzelnen Räume zeigen eine wunderbare Verbindung auch in den historischen Klostergarten von St. Stephan, der sich ja ebenfalls im Besitz des katholischen Studienfonds befindet und bisher nicht gesehen werden konnte. Die Blicke aus dem Festsaal heraus stellen heute ein Highlight dar. Unser Klostergarten ist Teil der katholischen Studienstiftung und wurde uns von unserem Stifter König Ludwig I. übergeben. Er dient der Erholung der Mitbrüder und heute auch der Gäste unseres Gästehauses und von Menschen, die zu einzelnen Veranstaltungen in Stille und Rückzug kommen. Der zweite große Stiftungszweck ist die Versorgung mit Gemüse, mit Obst und Beeren und anderen Früchten der Natur. Dieser Garten ist die größte Grünfläche mitten in der Stadt in privater Hand. Und sie ist ein Rückzugsort für Tiere und Pflanzen und somit ein ökologisches Juwel. Und wir freuen uns, dass wir ihn bis heute nutzen dürfen.